Südlich des heutigen Verlaufs des Wang Ho beginnt mit subtropischem Klima das südliche China. Die Böden sind sehr fruchtbar, die Wasserversorgung ist gut. Zwei Reisernten können im Jahr erzielt werden. Auch Weizen wird angebaut. Und die Volkskommunen dieser Provinzen liefern Seide und Baumwolle an die Textilindustrie von Shanghai. Eigentümlich in dieser Landschaft sind kleine und große Dörfer, die auf Dämmen an den zahlreichen Bewässerungskanälen liegen. Gleich überqueren wir den Kaiserkanal, der seit 800 Jahren Peking mit dem Yangtze-Kiang verbindet und in den letzten Jahren zu einer Schifffahrtsstraße ausgebaut wurde. Und das ist eine der Fähren am Yangtze-Kiang. Früher die einzige Verbindung zwischen den Ufern am Unterlauf des größten Flusses Asiens. Auch Eisenbahnzüge werden damit über den Fluss gebracht. Die Menschen des heutigen China sind stolz darauf, den Traum von Brücken über den Yangtze verwirklicht zu haben. Bei Wuhan, wo ein Nebenfluss mündet, führt eine zweistöckige Brücke unten für Eisenbahnzüge, oben für Autos über den Yangtze-Kiang. Die Wuhan-Brücke hat eine große Bedeutung dadurch, dass sie drei Städte zu einer neuen Großstadt verbindet. Das große Problem Chinas ist nach wie vor, die ständig wachsende Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen. In allen Volkskommunen macht man sich Gedanken, wie dieses Problem zu lösen ist. In den wasserreichen Gebieten der Yangtze-Ebene werden Zuchtversuche mit Karpfen in Teichen und Speicherseen angestellt. Diese Fische benötigen keine besondere Fütterung, sondern leben von den natürlichen Pflanzen und Kleintieren der Gewässer. Durch den Ausbau der Teichwirtschaft hofft man in Zukunft, mehr als 50% des Fischkonsums mit Süßwasserfischen decken zu können. Manche der Karpfen, die hier abgefischt werden, sind 30 bis 40 Kilogramm schwer. Zusammen mit Kartoffeln und Bohnen ist Mais eine typische Herbstsaat für dieses Gebiet. Durch ein gut ausgebautes Bewässerungssystem werden reiche Ernten erzielt. Der Baumwollanbau beschränkte sich früher auf die Yangtze-Ebene. Inzwischen wurde er sehr stark ausgeweitet und erstreckt sich nach Norden bis Peking. In günstigen Jahren sind die Hektarerträge hier größer als in den Vereinigten Staaten. Südlich des Yangtze-Kiang beginnt das südchinesische Bergland, wo Bambus und Zedern wachsen. Boden und Klima machen das Land zur Anlage von Tee- und Maulbeerkulturen geeignet. Einsam in den Tälern liegen die Dörfer der Volkskommunen. Wir besuchen die Produktionsbrigade Mai Chiawu in der Provinz Zhejiang. Von den 1100 Mitgliedern sind 200 in der Verwaltung und bei Versorgungsdiensten beschäftigt. In der Schule des Dorfes werden über 200 Schüler unterrichtet. Vor der Revolution konnten nur reiche Familien ihren Kindern eine Schulbildung geben. Die übrigen 900 Brigademitglieder arbeiten in den Teegärten. Durch die Verbesserung der Anbautechniken haben die Volkskommunen innerhalb der letzten 15 Jahre den Ernteertrag verdoppelt. Andere Volkskommunen bauen Reis an und formen die unteren Hänge zu Terrassen. Das Bild der Reisbaulandschaft in China ist seit beinahe 3000 Jahren unverändert. Pflüger und Wasserbüffel bearbeiten die überfluteten Felder. Sorgfältig wird der heranwachsende Reis von Hand gepflegt, damit keine Unkräuter aufkommen und die Pflanzen sich gut entwickeln.
Manche Volkskommunen in den großen Schwemmlandebenen haben sich auf den Gemüseanbau spezialisiert. Mit leichten Traktoren werden die Felder bearbeitet. Sonst herrscht auch hier Handarbeit vor. Kohl und andere großblättrige Gemüse gehören zum täglichen Essen der Chinesen. Und für ihre Zubereitung gibt es viele Rezepte. In Treibhäusern zieht man Tomaten, Pilze und Gurken. Kanäle und Gräben führen das zur Bewässerung notwendige Wasser heran. Die Anbaugebiete Mittelchinas sind mannigfaltig. Den unterschiedlichen Niederschlags- und Bewässerungsverhältnissen passt man sich mit geeigneten Früchten an. Einige gedeihen auch bei Trockenheit gut, wie zum Beispiel die Wassermelone. Wegen ihrer durstlöschenden Eigenschaften ist sie im Sommer sehr begehrt. Auch Erdnüsse gedeihen gut in der Trockenheit. Für China sind sie wichtige Fettlieferanten. Immer mehr wird der Anbau von Tabak ausgeweitet. Die Erzeugung ist so groß, dass China in andere Länder exportieren kann. Dies ist eine Pflanze, die nur in Sumpfgebieten und Teichen gedeiht. Der Lotus. Man züchtet sie nicht wegen der Blumen, sondern gräbt ihre Wurzeln aus, die gekocht ein wohlschmeckendes Gericht ergeben. In dem weiträumigen Land sind Fahrräder ein wichtiges Transportmittel für die Volkskommunen. Lastautos gibt es noch nicht in genügender Zahl. Und das Eisenbahnnetz ist trotz eines verstärkten Ausbaus sehr weitmaschig. Dies ist der Shanghai-Express nach dem Aufenthalt in der Industriestadt Wuxi, der Mittelpunkt dieses wasser- und kanalreichen Landesteiles. Und jetzt nähern wir uns Shanghai. Die Stadt ist auf über 11 Millionen Einwohner angewachsen und zählt zu den größten der Welt. Die Wohnviertel am Rand der Industriebezirke und um das Stadtzentrum herum bestehen aus kleinen, meist einstöckigen Häusern herkömmlicher Art. Shanghai ist die wichtigste Hafenstadt Chinas. Der durch die Stadt fließende Wangpu-Fluss bildet einen großen natürlichen Hafen, der auch für Ozeanschiffe tief genug ist. Das Passagierschiff Demokratie wurde in Shanghai gebaut. Es verlässt gerade den Hafen zu einer Fahrt in Yangtze-Kiang aufwärts. Die Werften der Stadt bauen auch Tanker und Frachter bis zu einer Größe von 15.000 Tonnen. Während der Filmaufnahmen lagen 18 Schiffe verschiedener Nationen im Hafen. Beladen und Löschen der Frachter erfolgt zum Teil am Quai, zum Teil mit Hilfe kleiner Transportschiffe, die zu den mitten im Fluss liegenden Schiffen hinüberfahren. Der Wangpu-Fluss ist durch Kanäle mit dem Yangtze-Kiang verbunden. Zu Frachtkähnen umgebaute Tschunken transportieren auf den Wasserstraßen die Waren ins Binnenland.
Auch als Industriestadt nimmt Shanghai eine führende Stellung ein. Stolz werden in der Ausstellungshalle die neuesten Erzeugnisse des Schwer- und Leichtmaschinenbaus ausgestellt. Eine Facharbeiterin führt einen Schleifautomaten für die Bearbeitung von Nockenwellen für Automotoren vor. Dieser Zigarettenautomat wurde nicht nur im Hinblick auf den größer werdenden Inlandsbedarf konstruiert, sondern auch für den Export ins Ausland, um wertvolle Devisen hereinzuholen. Neu für Shanghai ist dieses Kamerawerk. Zunächst hat es ohne besonderen Erfolg eine russische Kamera, ähnlich der Leica, nachgebaut. In dieser Zeit konnte aber ein Stamm von Facharbeitern herangebildet werden. Das Produktionsprogramm der Fabrik umfasst inzwischen auch das Modell Shanghai 4 und man arbeitet an eigenen Neuentwicklungen. Auch eine große Uhrenfabrik gibt es in Shanghai. Sie produziert in 3 Schichten täglich mehrere tausend Armbanduhren. Vor einiger Zeit war der Besitz einer Uhr noch etwas Besonderes in China. Bald wird sich jeder Chinese eine Armbanduhr leisten können. Ein Industriearbeiter verdient ungefähr 100 Yen im Monat. Das ist doppelt so viel wie in der Landwirtschaft. In diesem Werk sehen wir auch, dass das kommunistische China Fabrikarbeit nicht als ein Mittel zum Geldverdienen ansieht, sondern als politische Tätigkeit, als die Erfüllung einer Aufgabe dem Staat gegenüber. In den Arbeitspausen werden die Arbeiter angeleitet, in den Schriften des Parteivorsitzenden Mao Zedong zu lesen und ihnen Anregungen für die eigene Arbeit zu entnehmen. Die Parteiführung versucht durch diese Art der Verbreitung politischer Gedanken die Arbeitsleistung zu steigern. Ein anderes Werk in Shanghai stellt Mopeds her. Der Preis beträgt etwa 600 Yen. Das ist so viel, wie ein Industriearbeiter in einem halben Jahr verdient. Die Fahrzeugfabriken Shanghais litten bis vor kurzem unter einem Mangel an Werkzeugmaschinen. Jetzt werden sie in genügender Zahl im eigenen Land hergestellt oder importiert und die Produktionszahlen von Autos und Traktoren steigen. Traktoren sind unentbehrlich für die Modernisierung der Landwirtschaft. In Shanghai baut man hauptsächlich landwirtschaftliche Traktoren und Elektrokarren. Die Häuser an der Uferstraße stammen aus der Zeit vor der kommunistischen Machtübernahme, als ausländische Firmen hier ihre Geschäftshäuser, Banken und Hotels errichteten. In den angrenzenden Geschäftsstraßen herrscht großes Gedränge. Man sieht auffallend viele Radfahrer. Das Lenin-Plakat erinnert daran, dass diese Stadt ein wichtiges politisches Zentrum ist. Hier sind gerade 1 Million Menschen aufgerufen worden, gegen den Krieg in Vietnam zu demonstrieren. Die Gruppen singen und tragen Plakate mit politischen Aufschriften. Stets endet eine solche Demonstration auf dem großen Aufmarschplatz mit dem Gesang der chinesischen Nationalhymne.